Auf der Wache Köln-Mülheim bittet eine hochschwangere Frau Martin Fuchs um Hilfe. Die 30-Jährige hat Angst um ihren Ehemann, der verschwunden ist und eine beunruhigende Nachricht hinterließ. Frau Schönfeld, haben Sie gesagt, ja? Genau, Caroline Schönfeld. Frau Schönfeld, haben Sie einen Ausweis für mich da gerade? Natürlich. Okay, ich lese mir in der Zeit mal hier. Mhm. Mein liebster Schatz, ich muss jetzt was machen, das nicht ganz ungefährlich ist. Deshalb, danke. Deshalb mache ich das alleine und deshalb bin ich eine Weile raus. Bitte such nicht nach mir. Ich komme zurück und dann erkläre ich dir das auch. Küsse dich und unsere Kleine, dein Domi? Dominik Schönfeld. Sie sind also quasi mit dem Herrn Schönfeld dann verheiratet? Seit 3 Monaten, genau. Ach, noch ganz frisch. Ja. Ja, herzlichen Glückwunsch nochmal nachträglich. Aber trotzdem ist die Sache sehr ernst, ne? Ja, der war auch die Tage davor sehr unruhig und hat mir aber nichts gesagt. Und ich kann mir das auch nicht vorstellen, weil der würde mich im 9. Monat nicht alleine lassen. Dessen sind Sie sich sicher? Ja, also auf jeden Fall. Der ist wirklich mein Traummann und der würde nicht gehen. Weil das wäre jetzt auch so pietätlos, dass jetzt vielleicht klingen mag, aber das wäre eine Idee, die ich da hätte. Darf ich mal kurz stören? Natürlich. Habe ich jetzt gerade gehört, Schönfeld? Genau. Wie ist Ihr Vorname? Mein Vorname ist Carolina Schönfeld. Okay, wir hatten jetzt gerade eine Fahndung. Mein Mann heißt Dominik Schönfeld. Ja. Das ist eine Fahndung? Ja, Autofahndung. Und zwar, da sind Sie dann als Halterin bei rausgekommen. Ja, PKW. Mein Auto ist auch weg, ja. Auto ist auch weg. Mein Auto ist auch weg, mit dem Mann zusammen. Okay, wir hatten aber jetzt gerade die Fahndung bezüglich Raub auf Kiosk. Hat der angeblich so anständige Ehemann 6.000 Euro aus einem Kiosk entwendet? Das fragen sich auch Peter Rothmeier und Florian Winter in Kölnbrück. Dort entdecken die Kommissare das gesuchte Fahrzeug. Arnold für den 1535. Arnold hört. Hör mal, wir haben hier den, das gesuchte Fahrzeug aufgefunden. Köln, Trennung Toni Friedrich 262. Das ist hier auf dem Pendlerparkplatz. Ja, das habe ich so mit. Ist der Herr Schönfeld auch vor Ort? Negativ. Wir haben den Wagen vorgefunden, nicht verschlossen, Fahrertüre geöffnet. Im Innenraum leichtes Chaos auf der Rückbank, Taschen entleert. Also kann durchaus sein, dass hier in den Wagen eingebrochen worden ist. Zumindest sieht es in dem Wagen so ein bisschen danach aus. Könnt ihr mir mal Fotos schicken? Ja, wir machen Fotos und schicken die. Und Sie sind sich völlig sicher, dass das jetzt nichts damit zu tun hat, dass Sie jetzt gerade schwanger sind? Weil Sie sind im wievielten Monat war das? Ich wollte dir nur den Input. Ja, Entschuldigung, ich habe zwischen gegangen. Danke. Alles klar. Sie sind im 9. Monat schwanger. Sie sind seit 3 Monaten verheiratet. Wenn ich das hier zusammenrechne. Aber der freut sich total aufs Kind. Der kommt jedes Mal mit zum Frauenarzt. Ja. Also der hat schon Sachen für unser Kind geholt. Ich kann es mir nicht vorstellen. Also er ist wirklich ein perfekter Mann, der immer kommt und immer da ist und pünktlich auch. Also die Kollegen sind jetzt auf jeden Fall unter Hochdruck arbeiten die jetzt. Da kann ich Ihnen jetzt erstmal diese Sorge nehmen und da werden wir auch mit Sicherheit was rauskriegen. Da liegt irgendwas in der Bei. Nee, aber ich wollte mal kurz gucken, was da in der Fahrertür liegt. Okay. Eben gar nicht gesehen. Ein Ultraschallbild. Na und? Jetzt musst du mir mal auf die Sprünge helfen. Wie heißt die Freundin von dem oder die Ehefrau oder die Frau von dem Typen hier? Keine Ahnung, habe ich nicht mehr im Kopf. Ja, aber der Name ist ja ein anderer jetzt hier. Sag mal. Das ist jetzt Michelle Jansen. Den habe ich jetzt noch nicht in Verbindung. Nee, definitiv nicht Michelle Jansen. Ja, er hat jetzt hier im Auto ein Ultraschallbild von einer anderen Frau. Und die ist schwanger oder was? Ich bin kein Frauenarzt. Ich kann auch so ein Ding unheimlich schlecht deuten. Also ich hätte jetzt nicht unbedingt ein Ultraschallbild von irgendeiner anderen Frau bei mir im Auto. Das ist brisant. Das ist sehr brisant, ja. Mindestens genauso brisant wie die Tatsache, dass wir nicht wissen, wo er ist. Und das Auto offen stand und die Tasche da hinten so durchwühlt. Ja, lass uns die Karre zumachen. Warte mal, ich sag mal eben Bescheid. Ja. Führt der vermisste Ehemann ein Doppelleben? Die Nachricht über das Ultraschallbild muss Polizeihauptkommissarin Ingrid Hall der Schwangeren auf der Wache nun überbringen. Die Kollegen haben Ultraschallbild gefunden, und zwar nicht von Ihnen. Sie sind ja im 9. Monat, sagten Sie? Nee, das Ultraschallbild ist ausgestellt für eine Michelle Jansen, die in der 14. Woche schwanger sein soll. Sagt Ihnen der Name etwas? Nee, überhaupt nicht. Kenne ich gar nicht. Ja, die Frage ist natürlich, wo der hier sein kann. Ne?
so groß, der Bereich hier. Ja, schwimmen wird da nicht sein bei dem Wetter. Nee, ich denke auch alles nicht. Ab. Hier, da flitzt einer. Hey. Komm. Stehen bleiben. Hey. Hey, 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 hey. Stehen bleiben. Stehen bleiben. Hey, hey. Christine. Halt. Stehen bleiben. So. Hey, was hey, los? Hey, hey. Hallo. Wo ist dein Problem? Wie wo Fuchtel mit den Händen nicht rum. Was wollt ihr von mir, Mann? Stopp mal. Wo ist dein Problem? Ja, ich habe gar kein Problem. Was kann haben Sie für ein kann Problem? Kann ich dich loslassen? Ja, bitte. Also, warum versteckst du dich da im Wald? Ja, ich habe Vögel beobachtet. Im Wald? Ja. Da unten am Ufer sind viel bessere und viel größere und viel mehr Vögel. Ja, aber wenn Wald. Sie mich sehen, dann laufen Sie ja weg. Ist ja logisch. Ach so. Ja. Okay. Warum laufen Sie denn überhaupt von der Polizei weg? Ja, weil ich habe ja auch nicht zu Schulden kommen lassen. Warum soll ich denn überhaupt mit Ihnen jetzt sprechen? Haben Sie einen Ausweis dabei oder darf ich Sie durchsuchen nach einem Ausweis? Ja, wofür brauchen Sie denn? Was habe ich denn verbrochen? Wie heißen Sie denn? Damit wir Sie ansprechen können. Was spielt das für eine Rolle? Pass mal auf, Sie haben gegenüber der Polizei eine Ausweispflicht. Ja. Wenn ich Sie nach Ihrem Namen frage, sagen Sie mir entweder wahrheitsgemäß oder Sie händigen Ihren Ausweis aus. Alternativ kommen Sie mit zur Wache und dann werden wir Ihre Identität dort feststellen. Also ich sehe Möglichkeiten haben wir. Ja, hören Sie uns mal zu. Verstehen Sie uns nicht? Ja, wenn Sie hier nicht mitspielen, dann nehmen wir Sie mit zur Wache und dann wissen wir, wer Sie sind. Die Polizisten haben derweil die junge Frau auf die Wache bestellt, deren Ultraschallbild im Tatfahrzeug gefunden wurde. Weiß sie, wo der verdächtige Kioskräuber ist? Wir haben ein kleines Problemchen. Und zwar sind wir auf der Suche nach einem Dominik Schönfeld. Sagt Ihnen der Name was? Der Dominik? Ja. Ja, den kenne ich. Den kennen Sie? Den kenne ich, ja. Wo kennen Sie den denn her? Den kenne ich vom Junggesellenabschied. Ich war bei ihm auf der Party und habe ihn kennengelernt. Okay. Und es war einfach Liebe auf den ersten Blick. Okay. Ja, passen Sie auf Folgendes. Und zwar sind wir auf ein Fahrzeug aufmerksam geworden, wo dieses Foto drin war. Ja, das ist richtig. Das ist mein Ultraschallbild. Ach, das ist Ihr Ultraschallbild? Genau. Okay. Ich bin nämlich in der 9. Woche von ihm. Also ich bin schwanger. Aha. Okay. Und Sie wissen jetzt auch nicht, wo der sich aufhält? Nee, das weiß ich nicht. Überhaupt nicht. Der meldet sich nicht bei mir. Und Sie haben jetzt eine Affäre oder war das jetzt einmalig? War das so ein One-Night-Stand oder wie darf ich das verstehen? Nee, also es läuft da schon was zwischen uns immer noch, ja. Ah, okay. Und der weiß auch, dass Sie schwanger sind? Das weiß er, ja. Okay. Frau Jansen, 9. Woche, haben genau, Sie gesagt, richtig, ne? Ja. Ich habe hier ein Ultraschallbild. Ne, wo hier ganz klar hier oben rechts drauf steht, 14. Woche. Wie erklären Sie sich das denn? Meine ich ja, 14. Ach, meinen Sie? Ich habe mich vertan, es tut mir leid. Das ist Schwangerschaft. Das kommt von der Schwangerschaft. Finden Sie witzig so? Bin ein bisschen. Bitte? Finden Sie alles ein bisschen witzig, ne? Nee, ich bin einfach nur aufgeregt gerade. Wann hatten Sie denn das letzte Mal Kontakt zu dem? Wann haben Sie das letzte Mal von dem gehört? Es ist ein bisschen länger her. Die Beamtin misstraut der jungen Frau und bittet Ingrid Hall deshalb, bei dem Gynäkologen der 23-Jährigen anzurufen. Kann ich mal Ihren Mutterpass vielleicht sehen? Den Mutterpass, den habe ich gar nicht dabei. Warum haben Sie den nicht dabei? Ist ja, wichtig. Soll ich den jetzt überall mit hinschleppen? Ja, den schleppen wir eigentlich überall mit den hin. Den habe ich jetzt auf jeden Fall nicht dabei. Sorry. Auch nicht dabei. Herr Kuni, folgende ja. Information. Wollte die Frau Jansen mal fragen. Ich habe gerade mit Ihrem Gynäkologen gesprochen, ja. Der da auf dem Ultraschallbild steht. Der kennt Sie überhaupt nicht. Was sagen Sie dazu? Das kann nicht sein. Sie sind dort als Patientin. Ich bin eine Patientin, ja? Nein, Sie sind dort nicht als Patientin abgeführt. Also definitiv. Können Sie mal ein bisschen ruhiger mit mir sprechen? Ich bin schwanger. Ich durchsuche jetzt nach Ihrem Ausweis. Ist das normal hier? Sind wir hier in Deutschland oder in Amerika? Anscheinend fand der Herr Neff unser Einschreiten nicht rechtmäßig und so ein bisschen Willkür. Er sagte ja auch, ja, sind wir hier in Deutschland oder sind wir in Amerika? Definitiv sind wir hier in Deutschland. Und er hat gegenüber der Polizei, wie ich es ihm auch erklärt habe, eine Ausweispflicht. Und dementsprechend ist unser Handeln absolut rechtmäßig gewesen. Der Clemens Neff. Herr Neff. Ja, wie er lebt und lebt. Sagt Ihnen der Name Neff etwas? Clemens Neff, das Clemens ist Neff. Der Trauzeuge von meinem Mann. Der ist Ihnen bekannt. Der beste Freund. Die sind zwar noch nicht so lang befreundet, aber ein Herz und eine Seele, die beiden. Die mögen sich richtig, ja, wa? Wirklich. Ich habe von der 1534 noch eine andere Info. Ich weiß nicht, ob sie das unbedingt mithören soll. Der ist da auch am Pendlerparkplatz angetroffen worden, wollte flüchten. Die Kollegen hinterher haben ihn aufgegriffen. Ist Polizei bekannt. Kennen Sie den Clemens Neff? Clemens sagt mir gar nichts, ne? Sagt gar nichts? Ich kenne keinen Clemens. Also ne, Neff? Nee. Kennen Sie nicht? Kommt mir nicht bekannt vor, ne. Und der war auch nicht auf der Party oder den haben Sie kennengelernt oder sonst irgendwas? Ich kenne keinen Clemens Neff. Können wir Ihnen helfen? Hallo, können wir Ihnen helfen? Was ist los? Alles okay? Ja, natürlich ist alles okay. Ich bin ein großer Junge, ich krieg das schon hin. Wer sind Sie denn? Dominik, kommen Sie mal her zu mir.
Warum? Ich glaube, ich habe gerade was aufs Handy gekriegt. Warte mal. Kommen Sie mal her. Fangen Sie nicht so Späßchen an mit Weglaufen. Da hatten wir heute schon. Das sind Sie doch. Was? Herr Schönfeld, zwei Sachen interessieren mich. Ja, bitte. Ihre Lebensgefährtin ist bei uns auf der Wache und sucht Sie. Okay. Die zweite Frage ist, wir suchen Sie auch, denn Sie stehen im Verdacht, einen Kiosk überfallen zu haben. Ich? Ihr Fahrzeug, was auf dem Parkplatz steht, offen, ist in der Fahndung drin. Ja, erklären Sie uns das mal. Erklären? Ja, irgendwas müssen Sie sagen, damit Sie rauskommen. Was soll ich dazu sagen? Wie kommen wir denn an das Kennzeichen? Aus welchem Grund ist das Fahrzeug von Ihnen in der Fahndung? Warum stehen Sie im dringenden Tatverdacht dazu? Das kann ich Ihnen jetzt gerade auch nicht sagen. Aber okay, Sie nesteln so in der Tasche rum. Wir würden gerne mal einen Blick in die Tasche werfen. Ja? Ziehen Sie die einmal aus und überreichen Sie dem Kollegen bitte. Also, Sie kennen sich. Erklären Sie uns mal ganz kurz in der Zwischenzeit, woher Sie sich kennen. Das ist ein sehr guter Kumpel von mir. Einer meiner besten Freunde. Er hier, der Clemens. Allerdings, ja. Und das ist jetzt Zufall, dass man sich hier trifft? Oder waren Sie verabredet? Auch so ein bisschen. Was ist ein kleiner Ort. Die Welt ist ein kleiner Ort. Also. So, jetzt passen Sie mal auf. Sie kriegen jetzt keine schnellen Füße, weil wir haben schnellere. Auf dem Junggesellenabschied von Ihrem Mann haben Sie sich kennengelernt? Ja. Und seitdem sind Sie zusammen? Genau, wir haben eine Affäre. Eine Affäre. Und seitdem sind Sie auch schwanger? Von ihm, genau. Und der Junggesellenabschied ist wie lange her? Noch nicht so lange. Er zittern jetzt auch die Knie, ne? Weil sie sagt, die sind nämlich 3 Monate verheiratet. Ja, Junggesellenabschied und jetzt rechnest du das mal hoch, da passt das nicht. Deswegen habe ich euch eben dich so angeguckt. Das habe ich ja mitbekommen, als sie reingekommen ist. Ne? Also ist sehr widersprüchlich, Frau Jansen. Können Sie sich einmal ein bisschen beruhigen? Bitte? Wir? Ja. Dann beruhigen Sie sich mal. Ja, Sie konfrontieren mich die ganze Zeit mit irgendwelchen blöden Fragen. Nee, blöd sind die Fragen nicht. Die Antworten sind doof. Ja, genau, das sehe ich allerdings genauso. Da muss ja ein Zusammenhang bestehen. Wir ne? können das auch anders machen. Ist doch. Nee, wir machen das ganz anders. Der Gynäkologe hat ja schon was gesagt. Ja, ist keine Patientin. Ist keine Patientin? Nein. Dann können wir das auch anders machen. Dann können wir doch eventuell in einem Krankenhaus mal nachfragen, ob da eventuell eine Suchung, natürlich mit Ihrem Einverständnis. Weil wenn Sie ja wirklich schwanger sind, dann gibt es ja auch nichts zu verbergen. Und den Mutterpass, den kann man ja auch besorgen. Okay. Ja, ich bin ganz Ohr. Okay. Ich gebe zu. Ich kooperiere, okay? Das ist doch aber nett. Bitte sagen Sie meiner Frau nichts davon. Sie haben Kiosk überfallen und haben die Kohle jetzt hier drin. Ja, das hat einen gewissen Grund. Ich werde erpresst. Von wem? Von Anna Michelle. Sie sagt, dass sie von mir geschwängert wurde auf meinen Junggesellenabschied. Stopp. Meine Frau nicht wissen. Michelle Jansen? So, genau. Dann haben wir aus ihrem Auto. Wo haben wir das weg? Aus ihrem Auto haben wir das her. Ja. Aus der Fahrertür, da steckt er in der Seitentasche. Ja, das ist auch so. Aber wichtig ist, dass meine Frau davon nichts erfährt. Sie ist schwanger. Also, 9 Monate. Jetzt mal, so wie ich das jetzt verstanden habe. Lassen Sie mal den Kollegen. So wie ich das jetzt verstanden habe. Sie haben Ihre Frau auf dem Junggesellenabschied betrogen. Und dadurch ist das Kind entstanden. Und das wollen Sie Ihrer Frau jetzt nicht mitteilen. So soll es gewesen sein. Und das sollen das Geld der Michelle übergeben, damit sie den Mund hält. Das liegt aber auch daran, weil ich betrunken war an den Abend. Ich weiß von den Abend gar nichts mehr. Ja, total. Deswegen, meine Frau darf davon nichts wissen. Okay. Wenn sie nichts. Hallo, ganz kurz. Wem sollten Sie das Geld jetzt übergeben? Wer erpresst Sie? Diese Michelle. Der Übergabeort von dem Geld. Ich glaube, darauf willst du nämlich hinaus. Wo soll das denn stattfinden, die Übergabe? Ja, hier im Park sollte der stattfinden. Ja, der Park ist riesengroß. Jetzt kommt aber der Clemens ins Spiel. Hatten Sie sich hier verabredet? Nein, woher? Deswegen, ich bin gerade verwundert. Was ist bei dir denn hier los? Ist alles okay bei dir? Ja, ich sag ja, ist alles in Ordnung. Ich war hier nur im Park ein bisschen spazieren. Dann wurde ich von den 2 netten Herrschaften hier ohne Grund gepackt. Im Vorfeld, Sie müssen sich nicht äußern, weil jetzt aktuell sind Sie beschuldigt im Strafverfahren. Ja. Da muss ich Sie jetzt belehren. Wenn Sie sich jetzt äußern, nehmen wir das im Protokoll und dann kann das auch gegen Sie verwendet werden. Ja. Ja, ich würde mich gerne äußern. Ja, gerne, dann mal los. Dann mal los. Ja, wie schon erwähnt, ja, ich kenne den Clemens, den Herrn Neff. Mhm. Und nein, ich hatte nichts mit dem Dominik. Ich hatte keine Affäre. Ich bin auch nicht schwanger. Und Sie haben auch keinen One-Night-Stand? Ich hatte auch keinen One-Night-Stand, also ich hatte gar nichts mit ihm. Den Clemens kenne ich. Sehr, sehr gut sogar. Sind Sie mit ihm zusammen? Wir sind nicht zusammen, wir haben was Lockeres, aber ich bin kopfüber verliebt, also halt Sie hätten gern was Festeres. Ja, also es ist so, dass
ich ihn sehr doll liebe. Und er hat mich auf jeden Fall zu der ganzen Sache gezwungen. In Kölnbrück erfahren Florian Winter und Peter Rothmeier soeben, dass sie den Mittäter direkt vor sich stehen haben. Die beiden Herrschaften können uns jetzt mal bitte zum Parkplatz begleiten. Herr Neff, was meinen Sie wohl, was der Kollege gerade über Funk durchbekommen hat? Keine Ahnung, ich habe meine Glaskugel zu Hause vergessen. Ja, Ihre witzigen Antworten, die können sich nämlich jetzt sparen. Wir haben nämlich erfahren, dass Sie Ihren guten Kumpel erpressen. Was mit hast du getan? Mit der Michelle. Mit dem, bist du mit auch dem für ein Freund? Und dieses Ultraschallbild. Was soll das ja? überhaupt? Ja, ne? ja und dieses Pack Ultraschallbild. Ich ja? mich niemals an. Dieses Ultraschallbild haben Sie selber erstellt. Unfassbar. Zu Hause und du wahrscheinlich aus dem Internet runtergeladen und manipuliert. Du warst mein Trauzeuge. Ja, war so, komm. Abmarsch. Ja, Abmarsch. Die sympathische junge Dame da hinten hat nichts mit ihrem Mann gehabt. Okay, ja. Ihren Mann haben wir auch gefunden. Gott sei Dank. Da ist auch alles in Ordnung, bei ihm, körperlich. Okay, Gott sei Dank. Die Geschichte mit dem Kiosk, was Sie vorhin mitbekommen haben am Rande, da war er natürlich beteiligt. Er wurde von seinem Trauzeugen und angeblich besten Kumpel erpresst mit der jungen Dame da hinten. Also der eigentliche Drahtzieher ist der Herr Neff. Ihr Mann hat natürlich diesen Raub begangen. Ja. So, das ist natürlich eine Geschichte, das muss ich Ihnen auch mal sagen. Das wird nicht so ohne weiteres spurlos an euch vorbeigehen. Natürlich. Nichtsdestotrotz ist es aber so, dass es für Sie und Ihr Seelenheil jetzt erstmal wichtig ist, zu wissen, Ihr Mann hat Sie weder betrogen, noch hat er was mit der Frau gehabt. Der war natürlich rotzevoll auf seinem Junggesellenabschied, aber da ist nichts gelaufen. Okay. Das Täterduo wird wegen räuberischer Erpressung angezeigt. Da der Ehemann den Kiosküberfall unter Zwang begangen hat, wird die Anzeige wegen Raubs gegen ihn fallen gelassen.